Moin Moin Lollis und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr seht, gibt es mal wieder ein kleines Spielblock-Update sozusagen. Ja, manche nennen es auch Spoiler. Und ja, ich esse mal schnell einen Keks. Nämlich eben Cookies gebacken und Rezept. Und ich finde die leckerer, als welche, die ich letztens mit Rezept gemacht habe. Krasse Erkenntnis, Cora. Genau, und dann kommen wir mal von Cookies bzw. Keksen, wie ihr es nennen wollt, zum Star Stable My Block. Ich denke, es gibt drei Oberthemen. Dieses Mal die Endquest, die wir letztens hatten mit Pi und so weiter. Das ist ein Technik-Update, das es gibt. Das werde ich nicht ganz so ausführlich beleuchten, weil die Geschichte echt kompliziert ist und ich das Ganze selbst nicht so richtig checke, weil ich bin echt nicht computerbegabt und sowas. Und das Update des Spielercharakters, was, denke ich mal, für uns alle sehr interessant wieder mal ist. Und ja. Hier geht es eben darum, wie so eine Quest entsteht von einem Game Designer. Und ich scroll direkt mal zu dem Bild runter hier. Hier sieht man nämlich, wie dieses Rennen entstanden ist. Und da waren ja, glaube ich, so kleine Würmchen oder sowas. Jedenfalls so Dinger, die einen gestört haben beim Rennen. Das sind, glaube ich, diese kleinen Bälle. Und das hier ist, denke ich mal, der Raum, in dem man im Rennen war, und wenn man eben außerhalb von diesem grünen Liniengeflecht war, war man, so wie ich das hier verstehe, dann quasi nicht mehr im Rennen. Also so wie man das halt kennt, wie die grünen Flaggen so innerhalb dieses Dings, nur halt in so dünnem Geflecht. Und die Schwierigkeit dort war halt, sie wollten das Rennen ohne Pfeil erstellen. In dieser Programmierungsstufe war es noch mit Pfeil. Und ich weiß gar nicht, war es dann letztendlich doch ein Fall oder war es ohne Fall? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben wir das dann halt so gemacht, dass dann. Jedenfalls haben sie das dann letztendlich so gemacht, dass sie so diese Stäbe da hingetan haben und ein paar Hindernisse, die eben leuchtend waren. Ich glaube, das müsste eigentlich das sein, was man da sieht. Vielleicht war das das. Diese Story Quest ist auch schon lange her, deswegen bin ich da nicht mehr so ganz up to date, wie die war. Jedenfalls war es eben so, dass es eben so gelaufen ist, und es war wohl erst, eigentlich dachten sie, es wäre recht aufwendig, aber es ging dann doch letztendlich von der Aufwendigkeit dieser Quest her. Und ich würde sagen, so viel gibt es jetzt dazu auch nicht mehr zu sagen, zu diesem Ding da. Aber hier, dieser Bereich ist nochmal sehr, sehr wichtig, denn dort geht es um die neue Hauptquest, die jetzt Ende diesen Sommers rauskommen wird. Und zwar werden wir dort noch mehr über die mysteriöse Kraft erfahren, die Anne verfolgt, und über ihren Ursprung. Und er deutet hier auch an, dass wir alte Freunde treffen werden. Da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht hier ist der Draco. Draco, so in die Richtung hieß der. Vielleicht treffen wir den wieder, vielleicht auch Herr Sands. Mit denen haben wir offensichtlich schon lange nicht mehr gesprochen, also vielleicht auch noch, also na, Sabine auf jeden Fall nicht, mit der haben wir ja bei der letzten Quest noch gesprochen. Ich bin gespannt, aber ich denke mal auf jeden Fall von jemand von Darkcore oder so. Vielleicht sogar auch von der GED, weil diese Quest ist ja schon ewig her. Und vielleicht, aber nur vielleicht, reist ihr sogar an einen Ort, den ihr noch nie gesehen habt. Also entweder kommt da ein neues Gebiet oder die schalten sowas frei, was so ähnlich ist vom Aufbau her, zum Beispiel Pandoria oder der geheime Steinkreis, sowas. Ein Gebiet halt, wo man nicht wirklich reinreiten kann, aber wo man durch ein Portal durch hinkommt oder sowas. Und ja, das ist das, was zur neuen Quest verraten wird.
Und ich habe ja schon gesagt, zu diesem technischen Zeug hier sage ich jetzt nicht so viel. Also es geht halt darum, sie haben eine eigene Spiel-Engine. Die Engine ist wohl das Ding, worauf das Spiel beruht, so in etwa. Ich probiere das mal so ganz laienhaft zu erklären. Viel mehr habe ich auch nicht verstanden. Und sie haben eben eine eigene aufgebaut, weil es keine passt, die so richtig zu ihren Bedürfnissen und so passt. Keine kommerzielle, und deswegen haben sie selber eine erstellt quasi. Und sie haben ein sehr großes Team inzwischen, das sich so um die IT und sowas kümmert. Und ja, und sie kümmern sich auch darum, dass demnächst Android auch noch, dass man demnächst auf Android auch noch Stardew spielen kann. Und ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Vielmehr gibt es dazu jetzt nichts zu sagen, was richtig, richtig interessant ist. Aber hierzu kann man gut was sagen. Und zwar zum Update des Spielercharakters. Da gibt es nämlich neue News. Und zwar geht es hier darum, wie es eben mit den Frisuren und den Haarfarben aussieht. Es sind nämlich 250 Kombinationen von Frisuren und Haarfarben. Man muss sich ja vorstellen, es gibt dann immer, ich weiß nicht, wie viele Frisuren es gibt, aber von denen gibt es hier immer ganz viele Haarfarben. Und dadurch sind es dann auch wirklich so viele. 250 Stück nämlich. Ich frage mich, ob es irgendjemanden im Spiel gibt, der alle hat. Ich wette, irgendjemanden Verrücktes gibt's, der die alle hat. Ich habe irgendwie gefühlt so vier oder sowas. Und eine davon ist diese komische, dieser hohe Zopf mit dieser Schleife drin. Habe ich mir damals gekauft, weil es das für Jovik-Schillinge gab. Aber ich habe gefühlt gar keine Frisuren. So, die Anfängerfrisur ist da sogar schon mitgerechnet. Also, ich glaube, ich habe mit Anfängerfrisur fünf. Meine ich. Also, nicht wirklich viele. Und sie schreiben eben hier auch, dass sie bei einigen Frisuren, die lassen sie eigentlich fast genauso, wie sie jetzt sind, und machen sie nur eine neue Textur eben. Dann ma machen sie es eben bei einigen so, dass sie die ein bisschen moderner machen. Und es gibt aber auch noch genügend Frisuren, die sie noch neu hinzufügen. Also besonders lockige, wellige Frisuren kommen zu und mehr kurze. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil es gibt ja auch durchaus so einige Jungs, die dieses Spiel spielen. Und für die ist natürlich, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du in echt kurze Haare hast, dass du dann auch gerne kurze Haare hättest. Ist nicht so, dass Mädchen selten oder nie kurze Haare haben, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist dann eben leichter, sich so zu stylen, als wäre man, also dass der Charakter mehr wie ein Junge aussieht, wenn du als Junge eben Star Stable spielst. Aber auch wenn du so in echt aussiehst mit so einer kurzer Frisur, dann kannst du das eben auch machen in Star Stable. Sowas haben wir ja gerade quasi gar nicht. Also es gibt, glaube ich, diese eine Anfi-Frisur, die ist recht kurz, aber die ist auch nicht so richtig kurz. Und ja, davon wird es demnächst mehr geben. Und dann wird es auch noch ein bisschen bei den Haarfarben ein paar Updates geben. Und hier sehen wir schon mal so eine Farbpalette. Die sind alle mit unterschiedlichen Sättigungen, manche kälter, manche wärmer. Und hier sehen wir schon verschiedene Farbtöne. Ich denke mal, die Farbtöne, an denen ich mich wahrscheinlich bedienen werde, wenn das rauskommt, ist wahrscheinlich so dieser Bereich. Vielleicht noch eher so dieser. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der so gerne knallige Haare mag. Ich habe in echt auch eher helle Haare. Deswegen bin ich auch nicht so der Fan von diesen dunkleren Sachen. Also, ich mag die schon, die Frisuren. So, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber im kurz Kugelelfen. Aber ich mache die halt nicht auf meinen Spielercharakter drauf. So, die in dieser Reihe gefallen mir eigentlich recht gut. Aber ich finde die daneben auch cool, weil. Also ich bin jetzt auch jemand, der nicht so krass gesättigte, so eine gesättigte Haarfarbe hat zum Beispiel. Da finde ich es cool, wenn es mal so etwas, ja, wie soll man sagen, ungesättigtere Haarfarben gibt, sozusagen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nicht so knallig, sondern ein bisschen ausgeblichen fast schon. Obwohl ich es ja auch mal cool fände, wenn es noch mehr so mit Strähnchen gäbe. Weil also ich bin jemand, der total starke Strähnchen hat. Also natürliche, nicht gefärbte. Und da fände ich es eigentlich auch mal cool, wenn es auch in SSO mal so ein bisschen, ja, noch mehr natürlich wäre. Und ich glaube, das hier ist jetzt noch so eine alte Frisur. Ich meine, die habe ich sogar.
Nur in einem anderen Farbton. Genau, in dem Farbton müsste ich die eigentlich sogar haben, ungefähr. Der oder der, also ungefähr. Und ja, aber hier sieht man das so, schon so ein bisschen angepasst auf den neuen Spielercharakter. Sie haben nämlich Hautfarben und die Haarfarben so aufeinander angepasst. So ein bisschen, dass es eben gut matcht und dass es nicht total doof aussieht zusammen. Man sieht auch, wie die das echt ganz verschieden kombiniert haben. Also zum Beispiel diese Haarfarbe finden wir hier nochmal wieder. Diese hier. Und ich finde, es sieht in beiden Fällen echt cool aus. Also das haben sie wirklich eigentlich recht gut kombiniert, muss man ja sagen. Und ja, dann sind wir auch schon hiermit durch. Also das hier waren übrigens rote Farbnuancen. So. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video doch gerne ein Like, lasst ein Abo bei meinem Kanal da und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!